Begleite Tex, unseren Helden. Prinzessin Nadja ist zurück. Endlich ist Guardia wieder normal. Die Mondlichtparade. Willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Wir befinden uns wieder oder nach wie vor im Kampf gegen unseren guten alten Freund Lavos. Beziehungsweise Lavos Kern. Unseren Hauptgegner. Und er hat ordentlich was in seiner tollen Tasche, um das mal so auszudrücken, denn er haut hier die heftigsten Angriffe raus, die es hier in diesem Spiel gibt. Wir fokussieren wieder unsere Angriffe auf die Mittelkonsole, solange der rechte Kern eine erhöhte Verteidigung besitzt. Und der rechte Kern ist ja, wie gesagt, anscheinend der Hauptkern, weil der linke Kern nur für den Support zuständig ist, wie Frev hier im Kampf bei uns, und die Mittelkonsole als Schutzschild dient. Daher liegt der Fokus hier klar auf, oh Gott, meine MP. Daher liegt der Fokus, was wollte ich sagen, auf dem Angriff. Ach, ich komme durcheinander. Ich muss mich jetzt einfach konzentrieren. Okay, heute bringen wir das endlich zu Ende, oder? Was meint ihr? Das hoffe ich doch. Ich auch. Ich halte es lange nicht mal aus. Und vor allem sind wir gerade... Oh nein, Lilly. Traumlos, heftige magische... Oh nee, Lilly. Was mache ich? Lilly supporten oder attackieren? Ich weiß es nicht. Vor allem habe ich noch so Sachen wie Elixier und ich weiß nicht mal, was das ist. Das ist sau peinlich. Jetzt habe ich hier genug Zeit, solange die attackieren, um hier was zu suchen. Äther voll. Tonic voll. Lilly. So, komm, komm, schnell Lilly heilen. Hallo, ich bin auch mal dran. Ja, aber voll ist es jetzt nicht. Muss man auch dazu sagen. Voll. Voll und halt 500. So viel zum Thema voll. Oh nein. Meine magischen Punkte. Hyperäther. Lichtanfall, langsam. Was war das nochmal? Das war doch der Son Goku-Strahl. Kame! Ame! Ho! Okay, schnell supporten! Nein, erstmal Eisangriff. Zack und Bumm und Bam. Zerteilt. So, ich bin wieder frisch im Kopf. Es wird hier wieder gestupst und gepiekst bis zum geht nicht mehr. Aber ordentlich. Lilly ist schon wieder fast am Verrecken. Und eigentlich sollte ich sollte einmal wieder mit allen Lapis einsetzen. Damit ich hier aus der Bredouille rauskomme. Ja, Lilly kann warten, weil da kann sie gleich attackieren. Und die braucht eh am längsten. Eisschwert. Okay, Tex, mach dich bereit. Hier, Eis für dich. Danke, Lilly. Und zacka, bam. Diese Beste kriegen wir noch klein, auch wenn sie ständig geheilt wird. Auch wenn sie ständig geheilt wird. Heftige physische Attacke. So ein fetter Klotz aus... Nee, das ist Aluminium. Nein, das ist Alufolie. Zerknüllte... Was? Lilly. Och, Lilly. Alufolie macht dich wohl zum Schaffen, ne? Hey, jetzt kann nicht sein, dass ich hier am Ende noch krepiere. Das wäre peinlich. Lapis. Super, echt, ey. Ah. Boah, der haut höchstpersönlich drauf. Und so stark, dass ich weg bin. Ich hätte das mal beleben sollen. Oh Mann. Gegen Ende des Kampfes nochmal ganz ordentlich. Der wird geheilt. Ich krieg den nicht klein, wenn es so weitergeht, weil ich muss mich ständig heilen. Jeder kriegt hier so eine Faust. Scheiße, ey.
Hallo, ich will mal hinterherkommen mit den Angriffen. Mit dem Support. Lapis. Lapis. Die ganze Zeit Lapis noch reinhauen. Oh Mann, ey. Sorry, Leute. Sorry. Sorry, dass es so ein harter Kampf ist. Und so ein langwieriger vor allem. Ja, hier fehlen mir jetzt wieder MP-Punkte. Das ist doch zum Kotzen. Hyperäther. Und der kriegt schon die ganzen Punkte wieder zurück. Okay, ich bin so langsam wieder im Spiel. Oh Mann. Hier warte ich einfach. Mach ich besser nichts. Bis Eisschwerte wieder zur Verfügung steht. Und zufälliger Status. Okay, das bringt nichts. Das ist der schönste Angriff, den Lavos bringen kann, weil er einfach nichts bringt. So, Eisschwert nochmal. Hier seine matschige Birne wird zertrümmert. Vielleicht kriege ich ab und zu eine Triple Tech rein. Ist aber ein bisschen riskant, wenn dieses Schutzschild in der Mitte auf dem Feld ist. Da möchte ich sowas ungern riskieren. Aber jetzt sind wir wieder im Spiel. Jetzt haben wir leider nur wieder viel Vorarbeit vor uns, weil diese Bestie da in der Mitte wieder so viel KP durch diese Spritzen zurückbekommt. Und das ständig. Da müssen wir so viel wieder einholen. Und jetzt gibt es wieder diese 50%. Toll. Super toll, echt. Kann ich jetzt schon wieder reinschlagen. Nur nicht aufgeben, Jungs. Ich weiß, dass es hart ist. Hart. Hart ist untertrieben. Los. Komm. Dieses Vieh kommt immer wieder zurück. Wenn wir den Kern nicht auslöschen, dann wird Lavos immer wieder zurückkehren. Nur der Kern kann die Menschheit retten, wenn der Kern zerstört wird. Aber das ist ein harter Weg dahin. Zeitreise. Wieder dahin. Oh, Freffy. Oh, Mann. Mich denkt, wir sind leider nicht so stark, oder? Ha, doch, sind wir. Wow, ich bin überwältigt. Okay, Freunde, gemeinsam können wir es schaffen. Bogenimpuls. Warte, was hat er jetzt gemacht mit seiner Verteidigung? Habe ich jetzt nicht gesehen. Okay, und jetzt zusammen Text. Zack. Verteidigung weg. Aber das Vieh lebt immer noch. Wie stark ist der Kern? Bogenimpuls. Hier, Freunde. Okay, und zack. Tja. Verteidigung weg. Ja, das ist uns soweit klar, aber... Oh, Mittelteil wiederbelebt. Aber wir bleiben einfach dabei, auch wenn Tex stark geschwächt ist. Wenn ich nur wüsste, wie viel Verteidigung das Vieh noch hat. Der wird schon aufgepumpt, der gute Mann. Vielleicht sollte ich nicht auf Bogenimpuls setzen, sondern auf Eisschwert 2 und mit Freff heilen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber mit Tex habe ich weniger als die Hälfte seiner KP. Und? Ja! Ja! Lavoskern besiegt! Wir haben Lavoskern besiegt! Meine Augen! Ah. War da noch der Kern? Tex! 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 Raus aus den Federn! Wir haben eine kleine Überraschung für dich! Dein
Hinrichtungsaufschub wurde widerrufen. Wir müssen nun das Urteil vollstrecken. Wir haben dich gesucht, Tex. Wohin brachtest du meine Tochter? Papa, nicht! Tex hat überhaupt nichts getan. Sie sagt, Tex sei ein perfekter Gentleman gewesen, aber was meint ihr, Kanzler? Tex Taten hatten einen enormen Einfluss auf das Königreich. Kanzler, wir können dir nur... Bitte? Hör mir mal zu, wir mussten... Die Zukunft retten, nicht? Ihr habt die Zukunft gerettet und uns Hoffnung geschenkt. Er hat Magus bekämpft und im Königreich des Jahres 600 zum Frieden verholfen. Tex Reptiten besiegt. Was ist hier los? Celia, du hast sie hergebracht, oder? Unsere Verwandten haben mir alles über eure unglaubliche Mission erzählt. Verwandten? Heißt das, die sind meine Vorfahren und Nachkommen? Ich war um das Reich und meine Tochter in Sorge und sie rettete derweil Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Auf eine wahre Siegesparade. Heute Nacht feiern wir dich. Nun, Lily, geh hinaus und genieße die letzte Nacht der Feier. Ich möchte nicht gefeiert werden. Ich möchte, dass das ganze Team gefeiert wird. Weil ich habe das nur mit dem Team geschafft. Ich habe es nur mit Lily, mit Frev, mit Celia, mit Podex, mit Xalia und mit Magus geschafft. Begleite Tex, unseren Helden. Prinzessin Nadia ist zurück. Endlich ist Guardia wieder normal. Die Mondlichtparade. Oh, hier sieht man Sprites, die man sonst im Spiel noch nie gesehen hat. Disco, Disco! Disco, Disco! Talalalalalala! Richtig cool gemacht! Über Lichterketten, wunderschön! Aber wo sind die anderen? Melchior! Wo sind Podex? Magus? Xalia? Frev? Und Celia? Tralalalalalalalala. Wir machen hier Party, Party und laufen nur im Kreis. Also wenn das mal die geilste Party der Welt ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, mir wird es echt zu bunt, Lili. Tut mir leid, aber hier im Kreis tanzen. Wo sind denn unsere Freunde? Hui, hier ist echt was los, du. Da sind sie ja alle. Okay, Leute, das sind wir. Alles zu seiner Zeit, sozusagen. Das Tor ist schwach. Wir müssen uns verabschieden, bevor es sich schließt. Ihr geht alle? Tex war stark, Lily auch. Ich sah ihr Spaß. Als entfernter Vorfahr von mir hast du zähe Kinder zu haben. Ansonsten habe ich Probleme. Hier. Nicht Sorgen. Xalia ist sehr stark. Genau. Hey, was meinst du damit? Dumme Kino, wir jetzt gehen. Mua. Auf Wiedersehen, Freunde. Welch lebhafte Menschen, aber mich dünkt, das kommt, da sie eure Familie sind. Königin Dena erwartet uns, eure Majestät. Auch wir sollten nun gehen. Macht's gut, Freunde. Herr Frev. Ein langer Abschied verdüstert die Erinnerung. Genau,
Übrigens sprechen Taten lauter als 1000 Worte. Wow. Jojo, immer küsst die Prinzessin am Ende den Frosch. Tschüss, Freunde. Okay. Und du? Wirst Schala suchen gehen? Ganz genau. Auf Wiedersehen. Celia, ich werde dich vermissen. Was ist, Celia? Sagst du Podex nicht auf Wiedersehen? Sie weiß es. Sie weiß was? Podex stammt aus einer düsteren Zukunft. Mit dem Sieg über Lavos haben wir die Geschichte verändert. Podex kann in dieser Zukunft kaum existieren. Sei unbesorgt. Es wird schon Platz für mich da sein. Verdammt, Podex! Tu nicht so, als wärst du nicht traurig. Mach die Dinge nur schlimmer. Celia, du hast mich diese Gefühle gelehrt. Danke. Tränen stehen dir nicht, Celia. Podex wird schon gut gehen. Tschüss, Opa. Wer auch immer du nochmal warst. Lebt wohl. Podex, nein! Vorsicht! Öl über meine Sensoren gelaufen. Sicht vermindert. Oh Mann, das ist so traurig. Das Let's Play ist vorbei. Die ganzen Charaktere gehen wieder nach Hause. Das war's mit unserem gemeinsamen Abenteuer. Mach's gut, Podex. War es noch unser Gespräch? Du meinst, ob unser Leben an uns vorbeizieht, wenn wir sterben? Yep, ich hab das Gefühl, das Wesen hat endlich Ruhe gefunden. Ja, das Gefühl habe ich auch. Zeitreisen, wie anstrengend. Wie sollte Chrono auseinanderbauen? Die Maschine hat ausgedient. Du ungezogenes Ding, komm zurück! Shortex, deine Katze rennt weg, weil du sie nicht gefüttert hast. Hey, komm zurück! Mama? Sag mal, spinnst du? Was? Oh, klasse! Tex, dieses Tor öffnet sich nie wieder! Yes, endlich ist die Mama weg! Tja, wir haben wohl keine Wahl, als ihnen zu folgen. Ihnen folgen? Aber das Tor! Lili, lass dein Gehirn noch eine Weile an. Donzi, wir haben eine Zeitmaschine! Jaha! Oh, Prinzessin, der König bittet euch zu sich. Was will der König jetzt? Ich bin so glücklich, jetzt hast du keinen Grund mehr vorzugehen. Ich habe ein Geschenk zur Erinnerung an diesen Tag, Prinzessin Nadia. Dies ist Nadjas Glocke. Sie wird das Land zum Klingen bringen. Lilly, wo bist du denn? Könnte mir irgendjemand helfen? Papi, ich sage es ungern, aber ich kann nicht herumsitzen und nichts tun. Sie sind anscheinend schon mit der Zeitreisemaschine weggeflogen. Puh, gerade noch rechtzeitig. Soll ich eine abfeuern? Nein, Taban. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Okay, los geht's. Produktion Katsuhiko Aoki. Meine Lieben, das war das Let's Play von Chrono Trigger. Ein sehr, sehr schönes Let's Play und die Ansicht, die man gerade sehen kann über die ganze Welt, über die Landkarte, sieht wunderschön aus. Ich frage mich, wie es in den Zeiten aussieht, wenn Lavos jetzt nicht mehr existiert. Das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Das werden die drei hier erfahren, die wieder unterwegs sind und vielleicht sogar ihre Freunde besuchen. Und das Ende erinnert mich stark an Terranigma. Am Ende wird immer rumgeflogen über die ganze Landkarte.
Schönes, sehr schönes Let's Play. Die Charaktere hatten ihren eigenen Charakter. Niemand war irgendwie wertlos, sage ich mal. Ich fand es auch cool, dass man den Bösewichten, den ursprünglichen Bösewichten, also Magus, bekommen hat als Charakter. Negativ wäre vielleicht, ich würde sagen, ich finde es schade, dass man nicht so den Hinweis für die Sidequest bekommen hat. Vielleicht ist es auch normal so in dem Videospiel. Oh, schaut mal die zwei, wie süß. Dass man gar keinen Hinweis bekommt, sondern die Hinweise erst selbst suchen muss. Das ist ja auch der Sinn des Spiels, dass man nicht einfach durchläuft wie in dem Let's Play, sondern versucht, alles herauszufinden. Unglaublich. Also letztendlich sehr, sehr schönes Spiel. Ich bin froh, dass ich es gespielt habe. Ich bin froh, dass es mir empfohlen wurde. Ich finde es schön, dass ich es durchspielen konnte. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß dabei. Es war nicht zu langweilig. Und ich kann im Grunde genommen nur Positives sagen. Ich frage mich, ob es noch weitere Waffen gibt. Welche Stufe man noch erreichen kann. Wie hoch man sich noch pushen kann. Aber auch von der Einteilung, dass man erstmal dachte, Magus ist der Bösewicht. Dann versucht man da durch die Zeit zu reisen, erstmal in so relativ, in Anführungszeichen, kleine Epochen. Hilft den Leuten. Am Ende erfährt man, okay, es ist doch nicht Magus. Es ist der Kern des Bösen sozusagen. Man trifft weitere Leute. Reist durch andere Epochen. In die Steinzeit, bis hin in die Zukunft. Und wow, ich bin baff. Ich habe jetzt kein Fazit vorbereitet, wie man wahrscheinlich auch raushören kann. Ich finde es richtig schön. Ich bin froh, dass ich das gespielt habe und fand das Spiel richtig schön. Kommt aber nicht an meinen Favo ran. Terranigma bleibt mein Favorit. Das war für mich einfach, weiß nicht, das 9 plus Ultra. Terranigma. Chrono Trigger gehört schon zu den besten, aber komm nicht an Terranigma ran. So als kleines Zwischenfazit oder Endfazit. Mich würde es natürlich interessieren, was ihr von dem Spiel haltet. Was war positiv, was war negativ? Aber auch vielleicht, was war positiv und was war negativ von mir selbst? Hat euch irgendwas gefehlt? Habe ich irgendwas blöd gemacht oder habe ich alles schön gemacht oder habe ich gewisse Sachen richtig schön gestaltet und es ist euch im Kopf geblieben? Schreibt es mir einfach in die Kommentare, würde mich interessieren. Und natürlich, wie immer, verlinke ich am Ende eines Let's Plays spannende Projekte, die ihr nicht verpassen solltet. Vielleicht habt ihr sie noch nicht gesehen. Ich verlinke unter anderem auch ganz große Abenteuer, wenn ihr nochmal eintauchen möchtet. Vor allem eher jetzt in das neue Jahr. Ich wünsche euch zum Silvester alles Gute. Bleibt gesund, bleibt wie ihr seid und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Klickt wie gesagt noch auf die Projekte, wenn ihr Interesse habt. Und ich wünsche euch viel Spaß und bis bald. Euer Tex. Ach Mama, ich benehme mich doch immer. Du könntest aufstehen. Was stinkt hier so nach Katzenscheiße? Nimm die scheiß Katze mit hier.